Hey, heute zeige ich euch gebackene Champignons und dazu eine Sauce Tartar. Zuerst zu der Soße. Sie besteht hauptsächlich aus Mayonnaise. Dafür gebe ich 6 Esslöffel Aquafaba, das ist das Wasser, in dem Kichererbsen eingelegt sind oder Bohnen, einen Esslöffel Apfelessig, einen Esslöffel Senf, einen halben Teelöffel Salz. Aber es kann auch weniger Salz sein. Und das Ganze mixe ich dann für ca. 2 Minuten. Dann schneide ich eine Zwiebel klein und gebe sie in eine Schüssel. Dann kommen 250 ml Öl in den Mixer. Ganz wichtig ist dabei, dass das Öl auf einer langsamen Stufe und fast schon tropfenweise dazukommt. Sonst stockt die Mayonnaise nicht. Also wenn euch der Arm nicht wehtut, weil ihr das Öl so langsam dazugibt, dann macht ihr es zu schnell. In dem Video vegane Mayonnaise ist die Mayonnaise eher zu flüssig gewesen, weil ich das Öl zu schnell dazu gegeben habe. Bei mir hat es etwa 10 Minuten gebraucht, bis das ganze Öl im Mixer war. Dann habe ich die Champignons geputzt und paniert. Dafür habe ich sie zuerst in Mehl, dann in vegane Sojamilch und zum Schluss in Brösel gegeben. Mein Tipp, macht das Ganze in Schüsseln. Dann kann man mehrere Pilze auf einmal in der Schüssel schwenken. Sonst dauert das Ganze viel länger. Zum Rausholen von der Milch habe ich einfach einen Löffel zur Hilfe genommen. Dann habe ich die Soße fertig gemacht. Dafür habe ich noch Gurken in Würfel geschnitten und auch ein paar Kapern habe ich dazugegeben. Das Ganze habe ich mit der Mayonnaise vermischt. Dann habe ich das Ganze noch etwas gepfeffert. Wenn ihr wollt, dass die Soße nicht ganz so fett ist, kann man sie mit einem veganen Joghurt strecken. Ich habe das Ganze dann noch mit einem veganen Sojajoghurt gemacht. Dann habe ich die Fritteuse mit Öl hergerichtet. Und mit einem Holzlöffel habe ich getestet, ob das Öl schon heiß ist. Wenn sich Blasen um das Holz anfangen zu bilden, dann ist das Öl heiß. Wenn ihr keine Fritteuse habt, dann könnt ihr auch einen höheren Topf verwenden. Ich verwende sonst ab und zu den Topf vom Druckkochtopf. Wenn ihr keine Fritteuse verwendet, müsst ihr sehr aufpassen, weil wenn das Öl zu heiß wird, ist es sehr schwer, die Temperatur schnell herunterzubekommen. Und ohne Fritteuse brennt viel leichter etwas an. Zusammengefasst braucht man für die Soße 6 Esslöffel Aquafaba, einen Esslöffel Apfelessig, einen Esslöffel Senf, einen Teelöffel Salz, 250 ml Öl, 3 bis 4 Essiggurken, Kapern, eine Zwiebel, Pfeffer und ein Sojajoghurt. Ganz wichtig ist, dass das Öl langsam bei niedriger Stufe eingerührt wird. Und dann braucht man noch Champignons, Mehl, Sojamilch und Brösel. Ich habe die Champignons nicht gesalzen, weil die Soße recht salzig war. Ich hoffe, euch gefällt dieses Rezept. Schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Es ist zwar sehr fettig, aber ab und zu esse ich so etwas sehr gerne. Das Rezept findet ihr noch einmal in der Videobeschreibung und auf meinem Instagram-Account. Bis bald, ihr Lieben!